Putin sich dafür entscheiden, die Ukraine nuklear anzugreifen, dann würde er sich wahrscheinlich eine Region aussuchen, die von der Ukraine zurückerobert werden würde. Zum Beispiel Kharkiv. Würde er da eine 10 Kilotonnen Atombombe abwerfen lassen, dann hätten das verheerende Folgen. Und zwar bei einer Bodenzündung würden 25.000 Menschen sterben, 62.000 Menschen wären verletzt und der radioaktive Niederschlag, der würde sich 100 Kilometer ausbreiten, könnte also auch die Grenze zu Russland passieren, würde also auch Russland selber schaden. Würde diese Bombe in der Luft gezündet, dann wäre das noch verheerender. 48.000 Menschen würden sterben, 153.000 Menschen wären verletzt. Also enorme Konsequenzen, die Putin natürlich auch abwägen muss, denn dieser radioaktive Niederschlag, der würde sich eben auch bis Russland ausbreiten. Mariam, jetzt muss man ja dazu sagen, würde Putin diesen Weg einschlagen, den schlimmsten von allen, dann müsste er ja mit einem NATO-Gegenschlag rechnen. Und Amerika hat jetzt laut Medienberichten zumindest den Kreml schon aktiv gewarnt. Was wäre denn eine Reaktion des Westens, Amerikaner, auf so einen Schritt der Russen? Es scheint tatsächlich so, als würden die diplomatischen Kanäle heiß laufen. Immer wieder warnt der Westen eben auch Putin davor, diesen Schritt zu gehen und weiterzugehen. Denn dann müsste der Westen reagieren und er würde sehr konsequent reagieren. Zunächst einmal würden die NATO und die USA zusammen den Wirtschaftskrieg oder die Wirtschaftssanktionen weiter verschärfen. Es käme zu einem Gas- und Ölembargo. Und Putin und Russland wären somit abgeschnitten von weiteren Einkünften. Eine Cyberattacke, mit der könnte man die Infrastruktur in Russland lahmlegen. Ein Telefon, Internet, aber auch Stromnetz angegriffen und lahmgelegt. Aber auch Waffenlieferungen für die Ukraine, gegen die man sich bisher entschieden hat, zum Beispiel Panzer oder Flugzeuge, die kämen dann ins Frage und würden auch rübergebracht. Aber eben auch ein militärischer Schlag ist denkbar. Und da halten sich die Amerikaner noch sehr bedeckt, bis auf den ehemaligen CIA-General David Petraeus. Er hat nämlich gesagt, wenn Putin zum Nuklearschlag greifen würde, dann würde man die Schwarzmeerflotte versenken